Hi, ich bin Iris und heute gibt es eine Rezension zu Kleine Iris, die letzte Traumkarawane von David Grund. Und zuerst zum Schreibstil. In diesem Buch haben wir eine Erzählstimme, die aus der Sicht der einzelnen Protagonisten schreibt und erzählt. Wir haben lange verschachtelte Sätze mit vielen Adjektiven und ganz vielen tollen Verben und so weiter. Also die Sätze waren allgemein sehr, sehr durchdacht. Es gab viele komplexe Satzstrukturen und es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Nur fand ich, dass es eher zu einem historischen Roman passen würde als zu einem Jugendbuch. Denn gerade im Jugendbuchbereich ist es so, dass in Momenten, die hervorgehoben werden wollen oder in denen Spannung erzeugt werden soll, da ändert sich der Schreibstil dann auch ziemlich, ziemlich stark, was dann eben diese Situation auch hervorhebt, was mir in diesem Buch gefehlt hat. Ansonsten, wie gesagt, mochte ich den Schreibstil echt gerne und ab und zu gab es Liedtexte und da suche ich euch kurz was raus. Diese waren dann eben in Versform geschrieben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir hatten ja in diesem Buch eine eigene Welt und von der erzähle ich euch mal kurz etwas. Also unsere Protagonisten leben auf einer Insel, die abgeschottet von der anderen Zivilisation ist. Also es gibt diese Insel und dort sind die Bewohner, die sich selbst quasi verbarrikadiert haben und dort unter sich wohnen. Und diese Leute, ja, verehren quasi die Sonnen und sind auf die so fokussiert, wie damals bei uns im Mittelalter die Leute auf die Religion versessen waren. Und das hat mich ziemlich stark daran erinnert, was mich auch wieder eben zu dem Aspekt mit dem historischen Roman bringt, dass mich dieses Buch sehr an historische Romane erinnert hat. Und es gab viele fantastische Momente in diesem Buch, aber dann doch nicht so außergewöhnlich fantastisch, dass ich sie in einen Fantasy-Roman einordnen würde. Ansonsten hatten wir halt dann eben die Charaktere, die halt schon auf dieser Insel sind, die untereinander schon ihre Beziehungen und ihre Beziehungen aufgebaut haben, was weiß ich jetzt, Freundschaften, Familie und Kollegen und so weiter, die bei mir einfach nicht angekommen sind, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und dann kommt Iris neu auf diese Insel, ohne davor mit diesen Leuten jemals in Kontakt gewesen zu sein und versetzt quasi das ganze Dorf in Aufruhr. Und dort lernen sich halt dann eben Eljani und Iris kennen. Eljani ist halt eben schon eine Bewohnerin dieser Insel und ja, die Insel allgemein hat ziemlich viele eigene Bräuche, Eigenarten und unterschiedliche Ansichten, die sehr interessant waren und von denen ich auch mehr erfahren habe, gerade eben von diesen Bräuchen. Das hat mir gut gefallen. Dann zu den Charakteren. Es gab meiner Meinung nach zu viele Charaktere mit natürlich eben um dieses Inselfeeling, die neue Welt anzuführen, mit unterschiedlichen Namen, also Namen, die einfach in unserer Welt nicht vorkommen, aber die sich eben so geglichen haben, dass man während dem Lesen die Charaktere immer wieder verwechselt hat, eben einfach wegen den Namen. Und ansonsten kamen mir die Charaktere viel zu erwachsen vor für ihr Alter, also sie haben nicht dem Alter entsprechend gehandelt. Es gab viele traurige Momente, die einen normalerweise emotional berühren hätten sollen, was bei mir nicht angekommen ist. Also wenn Leute gestorben sind in diesem Buch, hat mich das nicht berührt, was ich schade fand, denn eigentlich bin ich ein sehr empathischer Mensch und sollte das dann doch irgendwie nachvollziehen oder nachempfinden können, was mir in diesem Buch überhaupt nicht gelungen ist. Also ich konnte nicht in die Charaktere hineinfühlen. Wie ich ja schon erwähnt habe, haben sich die Jugendlichen oder die Teenager in diesem Buch nicht ihrem Alter entsprechend verhalten. Genau das Gleiche kann ich natürlich auch von den Erwachsenen in diesem Buch sagen, denn die Erwachsenen haben sich teilweise kindlicher benommen als die Kinder dort. Dann zu meiner Bewertung. Dieses Buch hatte halt eben sehr viele Aspekte, die interessant waren, die ich richtig spannend fand und bei denen ich auch gerne gelesen habe. Dann war es aber größtenteils einfach langweilig. Es gab viele, viele Dinge, bei denen ich mir dachte, das hätte man jetzt nicht erwähnen müssen. Also Nebensächlichkeiten, die hier sehr genau angeführt wurden, die meiner Meinung nach nichts zur Handlung beigetragen haben oder damit zu tun hatten. Und aber vielleicht klärt sich das ja dann alles noch im zweiten Band auf, denn dieser Band ist der erste Band, ich weiß nicht, vielleicht einer Trilogie und hatte dementsprechend ein offenes Ende mit Cliffhängern, die mich nicht wirklich gepackt haben, was eben auch wieder mit dieser emotionalen Bindung zusammenhängt. Aber auf jeden Fall weiß ich immer noch nicht, in welches Genre ich dieses Buch einordnen soll.
Ich fand dieses Buch okay. Es war jetzt nichts Herausragendes. Man kann es lesen, muss man aber nicht. Deswegen hat dieses Buch von mir 3 Sterne bekommen. Das war's von dem Video.